Finale, laut Professor Mirror. Aber damit sind wir noch lange nicht durch. Nichtsdestotrotz gucken wir mal, was das offensichtlich letzte Gebiet sein soll. Ruinen des Schutzes. Diese antiken Ruinen schlummern auf einer vergessenen Insel. Eine kleine Insel, die auf keiner Karte verzeichnet ist. Klingt ein bisschen wie bei Sea of Thieves. Aber wir gucken jetzt mal. Ruinen, ey, dicke Fragezeichen, Leute. Machen wir Lucky Lucky. Es soll wohl noch ein Luminar-Pokémon geben. Den Anführer. Ja. Ihr habt den bestimmt schon dick auf dem Thumbnail. Aber für mich ist es in der Situation, wo ich das aufnehme, tatsächlich noch eine Überraschung. Ich weiß nicht, wer es sein kann. Ich gehe mal davon aus, es soll eine Art Endboss sein. Und Duster. Mensch. Hier gibt es tatsächlich noch ein paar Sachen. Kotomi, Kristallblume. Moin. Oh, ich kann nichts werfen. Ja, ist eine neue Insel. Hi. Ah, oh, jetzt habe ich die Kotomi tatsächlich verdödelt. Naja, einmal habe ich sie immerhin. Und hier ist jetzt natürlich alles voll mit den Ruinen. Ist ja ganz klar. Warum kann ich es nicht scannen? Achso, ich bin nicht drauf gewesen mit dem. Der Eingang zu den Ruinen ist versperrt. Sieht cool aus. Hey, Hunduster, 2.0. Appetit. Kannst du dir gut rösten? Das ist auch cool. Du hast hier aber wirklich ein schönes Foto. Ein schönes Foto. Und da haben wir noch, wie heißt du doch gleich? Symbolara. Hatten wir im Team? Hatten wir mal im Team? Oh, dich auch, Molunk. Hatten wir? Ja, Ultrasonne. Molunk, dreh dich mal um. Oh, finde ich richtig hübsch. Der ist giftig wie Sau, ne? Und wie war das nur? Die Weiblichen entwickeln sich zu Amphira? Das war diskriminierend. Symbolara war auch nicht schlecht. Also ich nehme ja selten Pokémon ins Team, die sich nicht entwickeln können. Und nicht entwickelt haben, aber Symbolara hat eine Ausnahme gemacht. Was geht denn hier ab, Sachemoi? Ich will doch nur fotografieren. Kannst du hier nicht so eine Veranstaltung veranstalten? Ich glaube, das war ein gutes Bild, wenn man noch welche im Hintergrund gesehen hat und so. Toll. Die Golgantes Zahnpasta, ja mai. Sorry, ist ein Running Gag bei mir. Mit der Golgantes Zahnpasta. Ja, ich habe noch keine. Ach, guck mal, Meganie! Ach komm, jetzt drehen wir eine Runde und sehen die ganzen Statuen. Lusardin! Mit korrigierter Textur. Hat sich nochmal kurz angepasst. Och, dreh dich doch nicht um. Ich dachte gerade, er ist so schön nah. Natu. Xatu. Das ist ein richtiges Level. Ich dachte... Moin. Ich dachte, hier wäre nur... Oh, das ist doch hübsch hier. Der freut sich. Klasse. Ich dachte, hier ginge nur... Die freuen sich über die Kristallblume. Wie ein Zinnsoldat. Und da natürlich... Ist es Ramot? Muss ja. Habe ich zwar jetzt an der Statue nicht ganz erkannt, ne? Aber... Ihr wohnt also alle hier. Seid ihr auch mystische Features. Ah, guck an.
Er dreht mir zwar den Rücken zu, aber das könnte eine 3- oder 4-Sterne-Bewertung sein, wegen dem Move. Ei, moin. Überall sind die Blumen. Macht er die quasi an? Nee. Und Ziel. Was? Wie Ziel? Aber. Gucken wir mal, was der Profi sagt. Kommt das Wort Profi eigentlich von Professor? Schon nie drüber nachgedacht. Wäre naheliegend. Überlassen wir das den Profis. So, ja, okay. Ach, das war doch ganz angenehm. Guck mal hier. Satte 8 neue Pokémon. Und ich habe schon gesehen, Molunk, ne? Der sich freut. Toll. Also, Hundemon. Der Bellende. Das ist ein 3-Sterne-Hundemon. Oder bellend, bedrohlich aussehende. Das, da bin ich, gehe ich voll mit. Die drei, wie sie voll vertieft sind. Okay. Nö, ach, guck. Ein Kotomi hätte ich noch irgendwie besser hinkriegen können. Uhafnir, ich finde ein prächtiger. Sterne hin oder her. Das ist in meiner Sichtweise ein gutes Foto. Ja. Sag ich doch. Nur weil der irgendeine Attacke macht. Obwohl ich... Das sind 4-Sterne-Symbolara. Guck an. Ja, ich verstehe das Prinzip. Ich spreche es immer nur aus. Markus, verstehst du nicht? Das hat damit nichts zu tun. Weiß. Und trotzdem finde ich die und die besser. Guck mal, der NATO auf der Schulter bringt da bestimmt auch noch mehr. Oder ist nur eine bestimmte Sternebewertung. Siehst du, der Megalon auch, weil er sich da mit dem Symbolara gerade beschäftigt. Ist aber nur ein 2-Sterne. Ich hätte gedacht... NATO. Von mir aus können wir da gleich nochmal reingrinden ins Level, also... Von mir aus schon. Aber willst du mir vielleicht irgendwas erzählen, verklickern, sagen? Erreiche ich vielleicht Level 2 und wir können noch mehr... Von einer leuchtenden Kristallblume. Okay, na, ja, das ist das Ziel, ne? Das ist Ziel, dass man erstmal auch immer erkundet. 10 Feuer-Pokémonsters, 10 Geister-Pocket-Monsters und so weiter und so fort. Oh, ja, Tatsache, ein Dingsbums wisst ihr gar nicht, ein Achievement, und zwar für 1000 Likes, für 1000 Apfelmedaillen habe ich jetzt irgendwas im Titel bekommen, Social Media Experte. Warum habe ich das nicht mit drauf? Oftmals, um die Thumbnails zu machen. Ja, das ist ja geschenkt. Um die Thumbnails zu machen, gehe ich oftmals einfach in meinen Fotodex. Also ich schmeiße die Switch nochmal an und screenshotte dann meinen Fotodex. Hör doch schön nah. Ich guck mal von so. Ja, leuchtende Blume, ne? Sagt sich so leicht. Auf Anhieb hatte ich jetzt keine gesehen. Die wird bestimmt auch wieder ein bisschen versteckt sein. Nehmen wir doch die so lang. Stolz. Au! 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 Der denkt sich, oh, der hat doch einen Schlag hier. Touristen. Der ist nicht von hier. Ja, hast kein Appetit oder was? Das war ein gutes Foto. Da ist ein gutes Foto. Schmerzverzerrtes Gesicht. Ja, ein bisschen Turbo-Not. Ja, komm mal, Molunk. Erstmal ohne. Aber obwohl, ich hab dich schon. Ich sollte dich mal normal kriegen. Er hat getanzt, ne? War das ein Tanz-Molunk? Guck mal, jetzt ist es zu zweit. Oh, what? Stark. Das sind mal Echsen hier, nicht Lumanda. Hey, Molunk. Das ist eine Echse in meiner Welt.
Guten. Ich möchte noch gern ein schönes Simulara von vorne. Ein Standard-Simulara. Das würde wohl machbar sein. Oder ein verletztes. Oh mein Gott. Ein bisschen nah am Ende. Regt er sich schnell auf, oder was? Ich hätte Simvolara nie so eingeschätzt als einer, der sich aufregt. Warte mal hier. Herzförmige Flecken. Da war einer verliebt. Was dagegen? Das ist hier die Stelle in der Pokémon-Welt, ne? Wie die Brücke in Köln, wo die Pokémon ihre Herzen in die Wand schnitzen. Ist das nicht romantisch oder was? Doch, das ist absolut romantisch, nur das ist das. Megalon to the rescue. Golgantes Zahnpasta. Du komm mal her, mit dir kann ich noch irgendwas anstellen. Aber das sieht prächtig aus, ne? Mächtig prächtig, ich sag's ja. Dann! Gib mir die schon langsam die Fotos aus. Wann? Natu. Bei Natu müssen wir noch irgendwas anrichten. Ich glaube, das war irgendwas anderes. Ich hoffe es. Das ist noch Molunk. Guck mal, da sind noch ganz viele Natu. Die sind noch bestimmt besonders. Man wirft er tatsächlich weiter, wenn man in die Perspektive geht. Wird schon irgendwas taugen. Oder ihn. Ja, so massiv viele sehe ich noch nicht. Ja, wir haben alle Farben hier. Das wird total special. Ah, die Kristallblumen blühen in derselben Anordnung wie die Statuen. Alter. Ist diese ganze Statuenanordnung an exakt diese originalen Blüten angelehnt? Weil den Pokémon traue ich so eine Umpflanzung von Blüten, vor allen Dingen von Kristallblumen, eigentlich nicht zu. Das ist also der heilige Ort, auf den alles basiert. Okay, außer Kotomi haben wir viele neue Posen entdeckt. Das finde ich Knorke, Schnieke und Dufte. Nämlich ein verletzter Hunduste. Ja, Kotomi ist aber besser, weil nah und so. Natu, den Schlafenden. Der schlafende Natu ist 4 Sterne wert. Molunk, 2. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Dann hier das Simvolara. Ah, Simvolara sind wir einfach ein Bestie, sind wir da. Golgantes Zahnpasta, 2 Sterne. Und die erforderliche Kristallblume, da hast du es gesehen. Professor, haben sie das gesehen? Das wird geschmeidig, locker, flockig. Ha! Easy peasy von der Hüfte. Guck an. Kratzen ja schon fast an Level 3. Übertreib. Aber oh, du hast ein Forschungslevel erreicht. Halt deine Augen nach den kleinsten Veränderungen offen. 3000 Fotos, ne? Botaniker. Alle Kristallblumen registriert. Jawohl. Und auch die gelbe Aurum-Kristallblume. Womit auch confirmed ist, dass es wirklich die letzte Insel ist. Übrigens, da nun die Daten zu dieser Kristallblume vorliegen, habe ich etwas zu berichten. Du darfst gespannt sein. Also gespannt bin ich nicht, weil es ist ja glasklar. Was dann und als nächstes basiert? Okidogli. Die ist überrascht. Das waren Wahnsinnsruinen, oder? Du sagst es, mir ist etwas Interessantes an ihnen aufgefallen. Es scheint sich um 2 verschiedene Arten von Ruinen zu handeln. Ach ja? Die Ruinen am Eingang und die in der Höhle weisen kleine Unterschiede auf. Ich hatte den Eindruck, dass der Teil in der Höhle erst später und in Eile errichtet worden ist. Dort
haben die Blumen aller Inseln geblüht. Das kam mir irgendwie sehr seltsam vor. Das ist der Beweis dafür, dass sich dort die unterschiedlichen Energien der einzelnen Inseln bündeln. Wenn wir das Geheimnis dieses Ortes lüften können, wird das sicherlich unsere Forschung vorantreiben. In der Zwischenzeit könnt ihr diese Lumina-Kugeln einsetzen, die ich gerade fertiggestellt habe. Alright. Wir sind unserem Ziel ganz nah. Ich verlasse mich auf eure Erkundungen. Ist die gute Frage, wie sich das in diesem Part noch entwickelt. Ob wir bis zum Ende durchhämmern. Aber wir müssen vermutlich, ja, wir müssen sowieso erstmal wieder in die Ruinen und alles abwerfen. In erster Linie hätte ich gesagt. Die ganzen Blumen zum Blühen bringen. Da guckst du, ne? Das war jetzt ein bisschen sehr nah. Okay, die erste Blume war... Moin. Da. Ist blöd zum Treffen oder was macht ihr mit mir? Leuchtet schon, ne? Hund, habe ich die ganze Zeit Hunduster gesagt, obwohl es Hundemann ist? Das ist natürlich Panne. Gesegnete Mittagsruhe. Guck an. Kann ich aber bestimmt ein bisschen locken, ne? Dann nochmal abwerfen. Oh, starkes Foto. Oh, wollen wir das sehen? Da gehst du bestimmt auch auf den Shit. Und selbst wenn, habe ich noch kein normales Symbolara. Was macht denn auf einmal hier der Kronleuchter? Skelabra. Ach, aus dem Weg. Dreht sich nicht um, der juckt sich nicht, ne? Okay, das erste habe ich aktiviert. I understand this. Ich wollte das mittig hinkriegen. Was sind denn hier die anderen Blümchens? Ach da. Oh, du Sack. Als wäre er schüchtern. Na, tu. Okay, wo haben wir hier? Wo ist es? Hä? Absol? Absolute Spitzenklasse. Zählt? Das war knapp. Macht ihr auch schön Platz? Jetzt. Wie auch immer. Ich hoffe, ich kann davon ausgehen, dass das hier notwendig ist. Also, eins. Ist irgendwie eine Reihenfolge erforderlich, oder? Kann ich nur mit dem richtigen Ball die richtige Dings treffen.
Ein Sockel hinter dem? Ja, dann. Ach, die schlafen. Rätselhafter Sockel. Als hätte ich was nicht hinbekommen, ne? Ich hatte Spaß. Ja, den Spaß meines Lebens, Todd. Aber ich will ja auch gucken, ne, dass wir Fortschritte erreichen. Mal gucken, wie das gelaufen ist. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas verdösbattelt. Verdösbattelung hoch 10 hat stattgefunden, meine Freunde. Anscheinend, ne? Also, keine Erkenntnisse gezogen. Aber wir haben uns in den Ruinen noch weiter fleißig umgeschaut. Das ist doch was. Guck mal. Oh, das Schlafende zieht nur also manchmal. Manchmal verstehe ich die Welt nicht. Das neue Uhafnir ist noch besser. Hier, Molunk. Ja gut, die freuen sich. Es ist einfach Freude. Ne? Es ist Freude. Guck mal, Skelabra. Spitzenklasse, supergeil, oder? Jawohl, das finde ich aber auch. Volkantes 3 Sterne, absolut. Absolut schönes Pokémon. Na, du. Ja. Nimm welches du magst. Man könnte natürlich auf Level 3 grinden. Er hat nichts Neues auf Lager, ne? Er will nichts wissen. Ja, dann guck dich besser um, du Noob. Wie macht der Zug? Good luck. So. Ich weiß nicht, ob die... Gefühlt reagieren die auf gar nichts. So, Blume Number One. Wie ist an? Wie Mambo Number Five. Nur, dass ich... Oder geht dann... Der Eingang ist versperrt. Da vielleicht geht er auf durch diese Blume. Das wäre... Grund. Ne? Ein bisschen mehr scannen, damit mir auch nichts entgeht. Er ist gelandet. Appetit. Er gönnt sich einen Happen. Er gönnt sich einen Happen. So, was könnte bei Simvolara noch anstehen? Vielleicht einfach mal beobachten. Das kennen wir gewissermaßen schon. Skelabra könnte ich irgendwas versuchen zu triggern. Interessiert sich für nichts. Sehr begeisterungsunfähig. Ja, jetzt mal zum Mitschreiben. Den ersten haben wir definitiv. Der leuchtet. Der zweite. Lusardin nämlich. Können wir hier zum Leuchten bringen. Guten. Das ist der dritte gewesen. Der ist schon gut versteckt.
So, den vierten haben wir auch. Das ist die Nummer 5, da muss ich jetzt echt mal suchen. Ach ja. Da wissen wir ja, woran es lag. Könntet ihr bitte... Jetzt haben wir alle betätigt. Zum Schluss gucke ich hier nochmal. Diese, ich sag mal, goldene ist es ja. Kommt dir die Strecke anders vor als sonst? Ja, der Schlafende macht jetzt Platz. Leuchtet's. Da wollen wir hin. Mystisches. Fehlt sich ab. Hallo? Ach, der blockiert doch den Weg, oder was? Warum drehe ich mich so komisch? Absolut, sag doch mal. So, ich scheine mich definitiv hier hin zu bewegen. Ja. Sieht so aus, als hätte es funktioniert. Was auch immer funktioniert, aber es funktioniert. Die Energie der Inseln scheint nach oben zu fließen. Ich glaube, sie kann dich an die Oberfläche befördern. Glauben heißt nicht wissen. Ideal, Professor. Ideal. Da weiß einer mein Partmanagement. Das ist doch genau, wie ich mir das erträume. So wollen wir sehen, Herr Mirror. Wie lief's? Hast du ein paar schöne Fotos geschossen? Ja, also waren schon gute dabei. Guck mal. Mach mal Luki Luki. Checken Sie das? Dann checken Sie das. Aber das war ein gutes. Stark verbessert, finde ich. Viel näher dies das. Kotomi, ey, diesmal, weil es leuchtet, oder was? Dann Uhafnir, weil es leuchtet. 3 Diamantsterne sogar. Skelabra, naja. Simulara. Normales? Ne, habe ich jetzt alle Symbol... Oh, ich habe Simulara komplett, meine Freunde. Erst das dritte oder vierte, was ich komplett habe. Megalon. Und Natu bei 2 Sterne, weil er abgesprungen ist von dem. Absol 2 Sterne. Guten. Guckt mal an. Wir nähern uns wirklich Level 3. Mal sehen, wie sich das äußert. Das war ein Haufen Stoff. Ha! Da lache ich doch. Ruin Level 3, guck mal an. Fantastic, auf jeden Fall. Ich möchte jede Strecke im Let's Play mindestens auf Level 3 mal zeigen. Scheinbar geht es ja noch höher. Das könnt ihr mir, wenn ihr es wisst, in die Kommentare schreiben, wirklich. Weil ist quasi, kannst du Level... Da steht ja bis zum nächsten Level. Also muss es ein Level 4 geben, oder nicht? Übrigens, da es mit deiner Erkundung gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Da bin ich, Professor. Ja, dann spuck's aus. Das will ich jetzt wissen. Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht, du. Wer gackert, muss auch Eier legen. Endlich ist es soweit. Ich habe mir die Topografie des Ortes genau angeschaut. Wenn meine Berechnungen stimmen, solltet ihr im Zentrum der Ruinen landen, gleich hinter dem Tor, das wir anfangs gesehen haben. Und dort befindet sich das Pokémon, das in der Mitte der Wandmalerei abgebildet war. Ja, endlich wird es zu einer Begegnung kommen. Er hat es also immer noch nicht auf dem Thumbnail. Die Ehre gebührt dir, Let's Play Markus. Ja, war ja klar. Mach ja ordentlich Fotos, hörst du? Was willst du eigentlich? Grüß das Lumina-Pokémon schön von mir. Ey, Grüße von Rita. Mir gefällt die Entschlossenheit in deinen Augen. So gehört sich das. Also dann, viel Erfolg.
Todd, wie hast du dich gefühlt, als du das 10.000 Punkte Mew geschossen hast? Geschossen, erschossen, ne? Da sind schon Unterschiede. So, Aurum? Luminazone. Ja, nächstes Mal, Freunde der Nacht. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao.